Es saßen zwei Gestalten auf dem Donnerbalken und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Dritte und setzt sich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Vierte, bei dem die Scheiße schmierte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Fünfte, der sich die Nase rümpfte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Sechste, bei dem die Scheiße kleckste und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Siebte, der die Scheiße siebte und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Achte, bei dem beim Scheißen krachte und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Neunte, bei dem die Scheiße scheinte und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Zehnte, der brachte das Ersehnte, eine Rolle Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Elfte und nahm sich gleich die Hälfte, eine Rolle Klopapier, Klopapier! Yo, du wärst gern ein Player, doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher, der Junge pimpt dein Haus. You've got to pimp my house. Damn right. Herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Jo, hier sind wir mal wieder. Heute wollen wir mal was ganz Besonderes wagen. Wir haben ja in der letzten Folge ordentlich Cash gesammelt. Und heute wollen wir mal endlich ein Grundstück kaufen, das mal so ein bisschen aufpimpen. Verstehst du, wie ich meine? Und deswegen gehen wir da heute rein, kaufen uns da jetzt hier am Läppischleppi da vorne. Da kaufen wir uns jetzt mal so einen kleinen, so ein Ding. Weißt du, wie ich meine? Wir kaufen uns jetzt mal was. So, gehen wir mal auf den Browser. Und hier haben wir natürlich schon einige erstklassige Angebote bekommen. Hier gibt es nur einen Garten. Das ist natürlich die Frage, wann sollte ich mir jemals einen Garten kaufen? Verstehst du das? So, man sagt ja immer, aller Anfang ist klein. Aller Anfang. Wegen Alla. Ja, ist ja gut. Jedenfalls würde ich sagen, wir kaufen uns jetzt erstmal die Hütte hier für 31.000 Flocken. Weil wir müssen uns ja auch rantasten. Verstehst du das? Wir müssen ja auch irgendwann mal richtig Money machen. Ich klicke jetzt hier auf Haus kaufen. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du jetzt dorthin gehen? Ah, Tacke. Oh, au, 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 au. Oh, lol, wir verkaufen die Häuser auch. Das heißt, wir müssen jetzt eine nice Hütte bauen. Aber die Hütte steht schon. Das heißt, wir müssen die einfach nur krass pimpen. Auf der linken Seite siehst du die Miniaturen der Käufer. Sie werden immer wieder mal deine Handlungen kommentieren. Beachte besonders die Käufer an der Spitze. Je zufriedener sie sind, desto mehr werden sie zahlen. Also ich muss schon sagen, hier werden meine Skills jetzt wirklich mal unter die Probe gestellt. Da würde ich sagen, wir gehen jetzt mal direkt rein. Ich denke, wir müssen hier noch ein bisschen entrümpeln. Oh, da gibt es das nächste. Gartenwettbewerb. Um den Wert des Hauses zu steigern, kannst du an einem der Gartenwettbewerbe teilnehmen. Ja, ich will aber erstmal die Hütte machen. Verstehst du das? Gut, ich würde sagen, wir haben hier auf jeden Fall einiges zu tun. Dann gehen wir mal rein ins Haus, weil wir müssen uns natürlich mal angucken, was wir denn jetzt hier eigentlich aufmotzen. Okay, die Wände, die sehen alle nicht so gut aus. Aha, viel Müll. Wir wollen natürlich auch Scheiße zu Geld machen. Das bedeutet, wir werden hier gleich erstmal mit dem Scanner durchlaufen. Wir brauchen ja Money. Also das ist ja wirklich eine richtig krasse Bruchbude. Wir hätten hier gewohnt. Und die Ritters oder wer oder wie oder was? Jo, dann würde ich mal sagen, frisch ans Werk. Wir werden jetzt erstmal aufräumen, den Lachs. So, entrümpelt ist der Bums jetzt. Dann gucken wir mal, ob wir noch was verkaufen können. Hier so ein vollgeschissenes Sofa, das wird hier nochmal für 41 Flocken in die Rüstung gehauen, weißt du? So, Küche ist jetzt auch alles nicht so nice. Oh, da kann, manche Sachen sind auch nichts mehr wert, ne? Aber hier so kleine Kackscheiße, die sind noch ein bisschen was wert. Ich muss sie mal eben wegsaugen, das ist ja widerlich. Gönn! Gönn, Staubsauger. Gönn! Entfernen, ist alles im Arsch. So, jetzt ist hier natürlich auch alles voller Spinnenweben. Haben wir hier noch einen Schrubber? Oh, guck mal, wie wir hier sauber machen können. Willst du viel Spül mit Priel, sag ich ja immer. So, schön, alles sauber. Machen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich jetzt hier einfach streichen oder sind die Wände im Arsch? Mann. Wir hatten hier an die Decke geschissen. Spinnenweben sind entfernt. Jetzt müssen nur noch die Fenster gereinigt werden. Das machen wir doch mit links oder mit rechts. Ist eigentlich auch egal. Oh, hier, da sieht man schon, da gehen die Dinger hoch an der Seite, ne? Die freuen sich, dass ich hier sauber mache. Klasse, klasse. Guck mal da, die ganzen... Oh, die freuen sich alle, dass es sauber wird. Ehre. Fühlt sich ein bisschen an wie bei Big Brother. Die gucken einem alle beim Machen und Sachen und Tun zu. Hauptsache nicht beim Fappen, Alter. Ich habe mir für den Raum hier schon was ganz Besonderes einfallen lassen, farblich. Denn man muss ja auch bedenken, es soll ja natürlich auch ansprechend sein. Und wir müssen natürlich als aller Ultras GmbH auch ganz klar unser Statement setzen. Deswegen gibt's jetzt hier eine schöne sonnengelbe Farbe an die Wand. Geil, die Löcher an der Wand, die sind dann auf jeden Fall weg. Da würde ich sagen, wir wischen jetzt hier einmal komplett die Wand durch und dann sehen wir uns gleich wieder.
Der Raum sieht auf jeden Fall aus wie neu an dieser Stelle, ne? Ehre, Ehre, Ehre. So, hier wollen sie auf jeden Fall noch irgendwie wieder Heizung haben, ne? Dann müssen wir mal in den Shop gehen. Gib mal her, hier die Zeitung. Die Zeitung, die Heizung, Alter. Und die Mütter werden wieder weggeschraubt. Ihr wisst ja, wie es mittlerweile läuft, ne? Zackidi, packidi. Das haben wir. Müssen natürlich ein bisschen sparsam sein, ne? Ist alles wichtig. Waschbecken, Klo, Dusche, ne? Mehr will der hier nicht. Das mit den Türen, das müssen wir eigentlich auch, die müssen eigentlich weg, ne? Die Türen müssen alle weg. Hier ist es noch an einigen Stellen dreckig. Alter, wie viel soll ich hier noch putzen? Soll ich hier die ganzen Wände, sind die Wände auch arschdreckig oder was? Wenn ich hier die ganzen Wände schrubbe, da freuen die sich wirklich, ne? Das finden die nice. Wo ist hier Schmutz? Wo ist hier Schmutz? Schmutz! Brauchst du eine Infrarotbrille, weißt du? Womit ich da hier so piep, 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 wo ich mir alles angucken kann. Aber, oh, hier oben ist auch noch Schmutz. So, ihr kriegt jetzt erstmal alle eine neue Tür. Gib Tür. Gönn Tür. Sehr gut, das ist eine Tür. Komm, wir machen überall weiße Türen, okay? Weil weiße Türen sind nice. Hä? Wieso kann ich die so hinstellen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. So, und hier drinnen, da nehmen wir die ganz normalen weißen Türen. Alter, was kostet so eine Kacktür denn so viel? Hast du die Pfanne heiß? Will, dass das hier ganz bündig ist. Das geht nicht. Was ist denn jetzt? Achso. Ich will diese Wand hier, diese Wand muss weg. Wir wollen hier, wir sind hier modern. Deswegen nehmen wir mal den Hammer in der Hand und reißen hier mal den ganzen Bums raus. Bumm, bumm. Guck mal, das finden die alle geil. Das finden die alle geil. Die denken so, boah, krass, der ist voll kreativ. Ehre, Alter. Oh, der Kuschinski, der weiß, wie der Lachs löppt, ey, wirklich. Ey, ich habe nicht umsonst die goldene Kloschüssel der Innenarchitekten gewonnen. Die Leute sollen mir mal ein bisschen mehr vertrauen, verstehst du das? Da spart man doch Geld. Weniger Wände, weniger Türen. Aber warum liegt das da auf dem Boden, Alter? Kann ich das verkaufen? Entfernt. Oh, das freut die wieder. Achso, die haben rumgeheult, weil da jetzt Sachen auf dem Boden liegen. Alter, wie kann man so pingelig sein? Brrrt, 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 brrrt. So, Klotür brauchen wir auch. Gibt's hier eine mit Glas? Saunaglastür. Ehre. Hier kann man schön beim Kacken zugucken. Das finde ich nice. Kann man hier schön sich was zu essen brutzeln und nebenbei gucken, wie Agathe noch am Scheißen ist. Ist doch mega nice. So, ich würde sagen, Waschbeckentechnik, da gehen wir mal nicht die Billig-Variante. Hier machen wir mal ein bisschen mehr Luxury rein, Alter. Deswegen werden wir jetzt hier so einen Prismaschrank kaufen, den man auch so farblich noch ein bisschen anpassen kann. Oh, ich kann jede Tür einzeln machen. Das ist ja auch fesch. Das ist ja auch fesch, ne? Ist natürlich jetzt hier. Leute, das ist aber ein bisschen tief, kann das sein? Achso, müssen wir das noch montieren? Ja. Das Ding ist, ich klicke hier einfach irgendwo hin und irgendwann ist es grün, aber lernen tue ich ja auch nicht. Das sieht sehr plausibel aus. Ja, perfekt. Also wenn ich bei euch mal was montieren soll, sag Bescheid, Alter. Das bedeutet, wir brauchen jetzt noch was zum Kacken und wir brauchen noch was zum Waschen. Ich glaube, ich würde gerne einen Camo. Oh, da kann ich den Deckel wechseln. Oh, hier, so mit Bruchglas. Marmor. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber mein Asshole nicht. So, montiere die Schüssel. Aha. Oh ja, so würde ich das machen. Ach, guck mal, das ist doch genug Platz. Also das war wieder eine architektonische Meisterleistung vom Kalle Kuschinski. Da muss ich mir selber mal auf die Fettrolle klopfen, das ist ja wohl unfassbar. Call me, Alter, call me Mr. Kalle. Lampen. Wir brauchen wahrscheinlich wieder Lampen. You know what it is. Und zwar machen wir genau hier oben eine hin. Kommt hier noch eine hin und hier noch eine hin. Hier kommt eine hin und hier kommt eine hin. Sehr gut. Sind wir schon in der Lage, dazu Boden zu verlegen? Ah, ich kann das machen. Ich kann das verlegen. Ja, Ehre. Oh, das sieht alles fancy aus. Oh, das nehmen wir. Teppichboden blau. Gönn. Ah, wie geil. Das geht ja schon. Ihr werdet auch gleich wissen, ihr werdet gleich verstehen, warum ich hier Teppichboden reinhaue. Das wird hier nämlich ein ganz besonderes Zimmer. Weil das wird das Special-Zimmer. So, könnt ihr den mal gefasst machen. So, perfekt. Mehr Spotlight brauchen wir nicht. Ihr werdet auch merken, warum. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal eben streichen und den Boden neu verlegen. Dann erstmal streichen. So, hey, wo kommen denn diese Dinger da oben her? Seid ihr besoffen? So, hier haben wir einmal schön kotzgrün an die Wände geklatscht. Bisschen farbenprächtigeres Haus. Man muss ja auch mal ein bisschen schauen. So, jetzt kommen hier die Fliesen. Bei Keramikfliesen, Mosaik, Sepia, Alter. Da sehe ich mich doch komplett. Gönn. Oh, schön. Alter. Wer da nicht gleich zuschlagen will. So, also zuschlagen im wahrsten Sinne, Alter, weil es echt hässlich ist. Aber ist nicht so wild. Reizvoller Lavendel, ich glaube, passt ganz gut hier zur Küche. So, da würde ich sagen, haben wir doch wieder einen guten Kontrast geschaffen. Da können sie sich hier die Küche basteln, wie sie wollen. Da müssen sie vielleicht hier nochmal ein paar Fliesen ranbohren, aber das ist jetzt auch nicht mein Problem. Ich bin hier nur für die Innenausstattung, also fürs Äußerliche. Also dafür bin ich hier zuständig. Aber jetzt kommen wir noch zum Sahnehäufchen, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wo es für alle interessant wird. Ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht. Vor allem für das Zimmer hier vorne. Die können das so einrichten, wie sie wollen. Es gibt nur ein Momentum, wo sie drauf achten müssen. Und zwar gibt es jetzt hier erstmal ein Sofa. Das Sofa passt hier eigentlich perfekt. Wir brauchen, glaube ich, noch einen zweiten Spotlight. Eine Halogen bitte noch. Sehr gut. Diese beiden Fabrollen sind zwei besondere Fabrollen. Denn jetzt kommt die große Überraschung für die neuen Mieter, meine Damen und Herren. Bitteschön. Tada! Ein Kalle Kuschinski Customized
Hepcorn Edition Sonderedition Dingsbums Bild, Alter. Da kannst du dir richtig schön einen gemütlichen Abend machen, weißt du, wenn du dann hier sitzt. Das ist quasi meine Überraschung für die neuen Mieter. Ich find's unnormal belohnt. Ehre, Alter. Und das gleiche gibt's auch nochmal ganz kurz im Badezimmer, denn wer braucht schon einen Spiegel? Jeder Mensch ist schön. So, beim nächsten Mal werden wir die Hütte dann versteigern, Alter. Und ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall ordentlich Kies für bekommen. Ich bin Kato de Kalle Kuschinski und ich pimp einige Häuser noch, Alter. So. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. You've got